Haben Sie erlebt, dass ein Unternehmen fest davon überzeugt war, dass das Produkt in dem und dem Markt die Konsumentenschicht ganz genau anspricht und Sie haben dann festgestellt bei Ihren eigenen Untersuchungen, so ganz genau passt das nicht und wie haben dann Ihre Kunden darauf reagiert? Die Menschen wollen heute mitgenommen werden, sie wollen die Themen ansprechend erklärt bekommen und sie wollen auch Inhalte gesetzt bekommen, kompetente Inhalte, informativ aufbereitet und auch gut diskutiert. Von vielen, die gesagt haben, jetzt haben Sie die ganze Zeit da diskutiert, worüber wollen Sie denn jetzt noch sprechen? Ich verrate es Ihnen. Ich rufe Peter Engel zu mir. Sind es eben ganz andere Risiken, als die der Verbraucher so fühlt? Entscheidend ist, Gerichte orientieren sich an der Lebensmittelbuchkommission. Das heißt, in dem Fall, wo man sich vor Gericht kontrovers eine Frage zu prüfen vorlegt, brauchen Verbraucherinnen das einkaufen, was sie sich wirklich wünscht. Er ist der Mann, der uns weiterhelfen kann. Was ist das Symposium Feines Essen und Trinken? Dass wir in Europa zusammenstehen müssen. Über die aktuelle Krise des Euro sprechen. Sehen Sie auch in die Höhe mit Zwischenböden, sodass sie volumiger wirken. Über die Ware, mit der Ware kommuniziert. Wie wichtig ist das? Gibt es nicht nur schwarz oder weiß? Der ist richtig stramm dabei. Das heißt Schwein links und Fisch rechts. Warum provozieren Sie so? Und was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Angriff auf Veganer oder auf vegane Ernährung? Dann können Sie uns mal so ein bisschen reinschauen lassen in das, was Sie dort getan haben. Die muss ich einfach nur stellen. Sind Sie mit unserem Außenminister zufrieden? Nehmen Sie die breite Couch. Ich als Schlanker nehme die mittlere, dann die kleinen Sessel. Sehr viel Erfolg gekrönt. Das gelingt teilweise, aber teilweise steht der Preis immer noch im Fokus. Warum eigentlich? Rechnen also zum Vorteil des Unternehmens. Warum machen das dann so? Wir sind hier in der Zentrale der PHW-Gruppe, dem Unternehmen, das für die Marke Wiesenhof verantwortlich ist. Herzlich willkommen. Wir fangen meistens sehr viel mit frischen Produkten, mit sehr viel Farben an. Also schöne kleine Läden. Monsanto, steckt Monsanto dahinter? Markenkompetenz bei Bio und ich lasse den Film. Nach der Wende sind dann auch auf den Handel zugegangen. Die Amerikaner lassen die Hedgefonds bewusst an der langen Leine, damit der Euro geschwächt wird und der Dollar wieder Leitwährung wird, wie er mal war. Stimmt das was dran? Oder? Ich will das nicht den gegenwärtigen Präsidenten unterstellen, den ich wirklich mehr schätze als seinen Vorgänger, seinen unmittelbaren. Ich glaube, ja, das ist auch deutlich geworden, ja. Darf man ja mal so sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass das ganz zum Teil auch bewusste Spekulation ist. Bei dem Punkt Tank oder Teller geht die Meinung des Ministers für Wirtschaft eindeutig in die Richtung Ernährung. Zuerst wird für die Ernährung produziert, dann für den Tank. Seit 4 Jahren moderiert er im ZDF eine Sendung unter dem Namen, eine Philosophiesendung unter dem Namen Brecht. Bei uns ist Richard David Brecht und ich bitte Sie auf die Bühne, Herr Brecht, bitte. Dass man nationale Übergangsregelungen finden müsse, die den Interessen der bäuerlichen Landwirtschaft auch entgegenkommen. Fragen von Ihnen? Wortmeldungen? Dann gehen wir da mal schnell hin. 2017 haben wir den 13. Award, wo wir den goldenen Lokulus vergeben. Macht ihr nichts? Ja, mach ich auch. Ich bin mit der Toni, wenn ich da angehe.